der Karte. Ich habe die Karte noch nicht oft gespielt und nicht viel. Alarm. Alarm? Hallo. Wer ist tot? Oben am Admin-Table, Mike. Dürfte ja nicht so lange her sein. Wird bestimmt passiert sein, als Licht aus. Ich bin gerade in die Cafeteria gelaufen. Nee, das kam sofort wieder an. Das entgegen, pass auf, das ist okay. Ich bin Admin gewesen, habe die Karte da gemacht und dann bin ich direkt zum Licht, weil ich mir gedacht habe, dass das Licht gleich ausgeht. Ich habe instant wieder angemacht. Also sofort war es wieder an. Der Gut, ist nicht mehr klein. Als das Licht anging, bin ich vom Y hochgelaufen. Da lag die Leiche. Also viel Zeit kann nicht dazwischen mehr sein. Dalu, wo bist du hingelaufen? Mike war als auch du uns im Electric. Wo du uns bei Medbay beobachtet hast? Linke Kabel vor Schleuse. Okay. Er kam mir ja da auch gerade entgegen, noch okay. Bevor das Licht, als das Licht wieder angeht. Ich glaube nicht, dass es einer war, der mit Electric war eigentlich. Ich glaube eher, weil er Edmund getötet wurde, dass jemand da gewendet ist. Ich glaube, das wäre eher ein Vent-Kill als jemand, der mit da war, weil das waren nicht viele. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, wer noch da oben war, aber das wäre zu riskant gewesen, glaube ich. Deswegen kann ich mir eher vorstellen, dass es jemand war, der halt nicht Electric war. Aber Miguel ist ja auf der Map eigentlich zu 80% das Ray, oder? Also für mich hatte Dado viel komisches Movement im Y-Long gehabt. Also was mich jetzt wundert, ist nur, dass Dado gesagt hat, als das Licht aus war. Und das Licht war instant wieder an. Naja, ich bin halt direkt als Licht an, war hoch naja, und da lag instant. Die Leiche. Also doch, es war instant wieder an. Also das Licht ist ausgegangen, ich habe währenddessen die Lichter wieder angemacht. Aber das stand eine ganze Zeit lang fix lights. Also, ja, bei mir auch. Das nur eine Sekunde war, sondern das stand da schon irgendwie so 5 bis 10 Sekunden. Naja, das war direkt, also ich bin direkt hoch, als gefixt wurde. Das war sehr kurz. Wer war da oben? Dadurch war da Dizzy. No. Nein, man kann gesehen. Ja auch Licht ausgemacht, morden und zum Stromkasten gegangen. Da hätte für mich genauso gepasst. Vom kann Teil man einfach. Nee, kann nicht. Nee, über die das, nee das war so schnell wieder, ich stand das war so schnell wieder als, an. Genau. Mit dem Bett kann man sehr quer über die Map. Von da oben. Genau. Überall. Genau, du kannst hier quer. Weil gerade ist Sven mir entgegengekommen in Decontamination. Kann er in Decontamination gewendet sein? Ja, nee, ist gerade richtig. Nee, ich habe Dalu aber davor gesehen, der weiß, dass ich nicht gewendet bin. Nein, wie Dalu kam aus Cafeteria hoch. Nein, der stand am Kabel neben Decontamination. Ich, ja, ich bin halt direkt da hingegangen am Anfang. Genau. Ja, von links, aber nicht von rechts. Ja, von links ist er gegangen. Okay. Ich hab den kurz vorher gesehen. Ich bin so am Arsch, ne? Ich hab hier keine Ahnung, wie man irgendwas faken kann, soll, muss. Ich hab keine Ahnung. Dafür hab ich die Karte nicht aufgedruckt gespielt. Das müssen wir irgendwie, weiß ich nicht, wie wir das durchkriegen hier, die Nummer. Alarm! Oben in der hat's zerlegt? Pflanzenbasis. Oben war ich noch gar nicht. Zuletzt kam mir wieder Kalle entgegen, das war unten. Okay. Ja, ich war oben bei den Blümchen, hab da ein bisschen was gegossen, dann habe ich vorher noch Jay gesehen. Der ist dann ist das Licht ausgegangen. Mhm. Dann bin ich dann zum Licht gegangen, da stand Jay auch und da stand noch, ich glaube, noch irgendjemand. Und sind ganz viele angekommen. Von der Zeit ja. Und dann bin ich noch unten. Jo, und da auch. Aber dann habe ich beide aus dem Dings verloren, aus der Sicht. Genau, und dann bin ich aus der Cafeteria rausgelaufen und dann kam. Dalu kam gerade von unten in den Admin rein, aber. Genau. Warte, kann aber auch immer irgendwie, Dalu, weiß Sven, ich nicht, wie sein, Kalle. Dass Dalu vielleicht dran vorbeigelaufen ist und dann. Ich blick da auch nicht mehr durch. Also ich war, was ist denn hier so mit anderen Leuten? Ich war gerade, als der Report kam, war ich gerade vor Deko bei Locker Room. Da müsste mich Dizzy auf der anderen Seite noch gesehen haben. Ja, ja. Wenn du doch an den Sensoren warst, dann wüsstest du doch, wer oben war. Wer nach oben gegangen ist, kann ich nicht genau sagen. Ich habe mich auch gerade gefragt. Das muss, ja, das kann muss ich. Wieder Vent gewesen sein. Dizzy, du bist ja, doch ja, gemutet. Oh, sorry. Ja, kann ich naja, bestätigen. Warum soll es denn Vent gewesen sein? Auf den Sensoren müsstest du sehen, dass ich nach oben gegangen bin. Habe ich doch gesagt. Ja, aber es wurde doch gesagt, du bist hochgegangen. Ich bin Sensoren gewesen die ganze Zeit. Ja, ja, Kalle ist nämlich von die Frage von Cafeteria ist, was sind denn Sensoren? Du dich gesehen hast, sondern ich frage gerade, ob irgendwer wir sind ganz alle von Cafeteria hochgegangen, weil wir alle am Tisch standen. Das riecht hier so was nach sind Dadosch. Also keiner hat Dadosch gesehen, richtig? Außer ich war, Dadosch ja, natürlich nicht, weil ich an den Sensoren stehe. Also wo sind die? Diese, du bist doch nicht neu auf der Map. Keine Ahnung. Y bei Communication, oder? Sind die? Über dem Medbay-Raum. Ja, Communication. Gesehen? Also Jay und Dadosch hat mich gesehen. Ja, aber du könntest locker vorher den Kill oben gemacht haben. Ja, aber hey, wenn mich niemand gesehen hat, dann würde ich doch auch nicht Vent-Kill sagen. Dann müsste ich das ja gesehen haben mit dem Vent. Zeit, er ist immer noch nicht, wo ja, das ist. Ja, aber wollt ihr nur wissen, was so gemacht haben muss. Du redest die Sensoren. Ihr habt mich nicht gesehen, das heißt, ich war nicht bei euch. Ich wollte nur wissen, alles cool, Dadosch. Ich wollte nur wissen, ob jeder irgendwie... Alarm! Ich war gerade an dem
Also das müsstet ihr mir erklären. Ich war gerade an diesem Admin-Ding und habe gesehen, wie aus dem Reaktor, wo, glaube ich, gerade wahrscheinlich eine Leiche gefunden werden könnte, plötzlich im Greenhouse jemand erschienen ist. Ah, das glaube ich, okay. Soll ich eben sagen, wo die Leiche war, oder wollt ihr das nicht hören? Das heißt, der ist gebumst, ja? Wollt ihr das hören mit der Leiche, oder ist euch das egal? Ja, wo ist er denn? Ist mir egal. Wir sollten auf jeden Fall Ray voten, weil der oben im Greenhouse gerade erschienen ist. Ich bin eher so ein bisschen dafür. Ich glaube, ich habe Stalo gewachsen wie so eine Pflanze, oder wie muss ich mir gewendet ist und wo ist Dalu ist auch direkt bei Dadosh sogar kein aufgesprungen. Wind. Ganz hinten, natürlich, also du bist jedes Mal Poster, Halle, wo als ob das nicht weiß. Also die Leiche liegt gegenüber von Reaktor, ich weiß nicht, wie der Raum heißt, in dem anderen Raum. Wie bist du da so schnell hingekommen? Ich bin da, Dalu, ich bin einfach durch den Dekommunikationsdienst da reingegangen. Nein. Also wir Dalu, das muss wirklich ich, also ich bin wirklich ganz normal durch okay, und dann lag der... Okay, also erstmal, Kalle ist mir entgegengelaufen, als Licht ausgegangen ist, dann bin ich hinter ihm hergelaufen und Jay und ich standen am Licht, Kalle war da gar nicht hingelaufen. Kalle ist nicht dahin gerannt, um das Licht anzumachen. Ja, bin ich aber auch nicht. Ich dachte mir, irgendwer macht das schon. Also ich bin... Hä, du laberst so eine Scheiße. Nein, also ich bin da hingelaufen, warst nein, aber später als ich da. Nein, das ist eine absolute Lüge. Dalu, ich bin enttäuscht menschlich gerade von dir. Weil das geht nicht. Erinnert mich an die Diskussion vor der vorherigen Folge, als Kalle gewinnt. Nee, dann leider bringt uns das nichts. Also Kalle wollte das Licht zwar wirklich nicht ausmachen, aber wie kommt Jay auf Ray? Was sagt Ray dazu? Wir haben halt nur 20 Sekunden. Hab ich doch gerade verloren. Erklärt. Das hab ich doch ja, aber Ray die ganze Zeit er meinte, ich habe ein Vent bespielt. Ich weiß nicht mal, dass er ein Vent ist, aber wie gesagt, wenn er das so sagt. Aber du hast mich davon schon gekillt vor zwei oder drei letzte Woche. Ja, die Runde ist weg. Also Ray Dalu ist es. Jetzt, Dalu ist direkt also für mich wieder Dalu gerade richtig. Ray. Weil Dalu ist so sein. Glaubt nein, das ist aber ziemlich sicher Ray. Der ist doch aus dem Admin, ist plötzlich erschienen. Jay. Also keine Ahnung, wie das sonst funktioniert. Ist halt, was ist das denn? Warum votet ihr denn mich? Was macht ihr denn? Alter. Oh, GG. What the fuck? Ray hat einfach gerade Jay getötet, bevor ich auf den. Also Jay und ich. Ja, also ganz kurz, ehrlich. Halt mal kurz den Sammel. Nee, du hast jetzt gar nicht den Redestein. Ich hab den kurz. Denn ist es so. Einfach. Ja, komm, hör auf. Dalukart und Ray haben Jay und mich bewacht, weil wir beide auf den Emergency Call Button drücken wollten, um Ray oder Dalukart rauszuvoten. Also sind es für mich beide. Wir müssen einen von beiden jetzt auf jeden Fall voten, weil sonst haben die Imposter nicht. Moment, Kalle. Du sagst, es sind Ray und ich, obwohl ich reporte, anstatt Kills zu spammen? Junge, das war eine Sekunde. Sorry, ja, aber warum Alter. Sollte ja, er was und nicht zu spammen? Dalu, du bist für mich wirklich eine ganz falsche Kiste heute. Was ist also, mit dir eigentlich Kalle, los, ey? Was hast du gefrühstückt? Ich wollte auch Ray voten, aber wo du das sagst, muss ich dich voten. Ja, aber guck mal, da wir jetzt ja, alle okay. Ray geworden dann sind es noch mehr Dalu-Karten. Ja, Dalu ist eben schon bei. Also ihr müsst einfach mal voten. Leute, ich hab reported, obwohl ein Double-Kill das wenn Chris, Spiel entscheiden würde. Wenn Chris, was also wenn ich jetzt sterbe, wenn ich jetzt sterbe, ganz kurz, wenn ich jetzt sterbe, haben die Imposter gewonnen. Ich bin mir ziemlich sicher. Also pass auf, Kalle, erklär mir kurz, warum sollte ich reporten, anstatt dich zu töten? Weil dann Dizzy oder Chris dazu kam. Es ist egal, ob wer dazu kam. Dann wäre das Spiel vorbei. Doch, wenn zwei Imposter leben und nur zwei Crewmates, ist direkt vorbei. Ja, aber ich war doch zu sechs. Das ist Bullshit, was du erzählst. Ja, aber es ist doch schon einer tot. Nein. Dalu, Kart und Ray. Wem voten wir denn jetzt? Ja, lass Ray. Wir voten Ray. Nein. Kalle choked komplett. Ihr habt alle Ray gewotet, oder? Nein, ich bin dir gefolgt. Ich hab Kalle gewotet. Ich bin nicht so... Du hast nicht gewotet? Wie könnt Alter, bist du dumm? Das ist ja der. Ey, das ist. Oh mein Gott. Ey, Jay, der raucht sich gerade die Haare. Der raucht sich gerade die Haare, die er nicht mehr hat. Aber wie kannst du mich. Lass einfach das Car weg. Ja, komm. Oh ja, ich euer Erd! Könnte mehr Leute Kalle gewotet haben als Ray. So dumme Menschen, das ist der Wahnsinn. Zum ersten Mal sauer auf euch alle. Zum ersten Mal sauer auf euch alle. Alter, was stimmt denn hier mit euch? Das ist die dritte Runde, die einfach nur komplett beschissen ist. Weil du jetzt. Moment, ich find's witzig. Aber kannst du das erklären? Jay sagt, er hat wen wenden gesehen, wir voten ihn nicht raus, ist kacke. Ich jemand anderes sagt, man hat. Ich hab das doch vollkommen erklärt. Ich war am Admin, drei waren Reaktor, plötzlich ist einer im Greenhouse. Und das kann nicht gelogen sein. Natürlich kann das gelogen sein. Ich zweifle so an deinem Gehirn gerade. Aber ja, ich bin gerade. Nein, Kalle, er hat alles kennengelernt. Gesagt. Kalle, das ist deine Schuld. Und vor allem, warum waren gerade bei den sechs Votes plötzlich nur vier drin?
Ja, war Chris nicht. Also ja, man kann halt unentschieden haben, gewählt. Das kann ich ja verstehen, aber ihr gerade zwei Leute haben vergessen zu wählen. Ich hab reported, ich wollte Ray beschuldigen und du sagst, es sind Dalu und Ray, obwohl es total ja, weil du Ray beschuldigst. Aber warum soll ich Nein! Dalu hat Ray. Nee. Ja, Alter, die Runde war so lost. Ich hab vorher die Runde davor. Du siehst, wie er sein Messer zückt und dann laberst du so ein Blödsinn. Hey, nein, Kalle, das geht auf deine Kappe tatsächlich. Weil ja. Nein, Dalu geht's nicht. Dalu hat das Spiel 500 Stunden lang schon gespielt. Er macht einen Double Kill mit seinem Kollegen und das Spiel ist vorbei. Es ist egal, wer dabei steht. Es ist egal, nein, wer dazu kommt. Doch, Kalle, du hast doch gerade gesehen, er war es nicht. Ich hab gerade ein bisschen das Gefühl, wenn deine Eltern dich enterben, ist das nicht so schlimm wie hier. Können wir uns mal beruhigen? Und weißt du, wer Ray davor gewählt hat, Jay und ich? Da hast du auch nicht Ray gewonnen. Ja, aber ich find's halt immer noch lächerlich, dass Jay mich beschuldigt hat, obwohl da ja eigentlich gar kein Wend ist im Greenhouse, glaube ich. Doch, da ist Ray! What the fuck? Alles hat nur noch Spaß, Mann! Oh, Kalle! Und so ein Argument wie, der hat das 500 Stunden gespielt, das braucht man nicht erwähnen. Ja, Kalle, verstehst du das wirklich nicht? Mit dem Double-Fehl? Ich verstehe den Grund nicht dahinter. Also, ich möchte Kalle auch gerade ein bisschen anders, als ihn jetzt so anzuschreiben. Kalle, ich bin dabei dir. Freunde, das ist ein Spiel noch, ne? Also, ich wollte es nur nochmal. Aber vielleicht trotzdem für die nächsten Runden. Halt die Fresse! Ja, ich merke das schon. Unangenehm. Stimmung ist gut. Ja, jetzt ist egal, Runde vorbei. Ja, es ist halt einfach nur unfassbar frustrierend. Aber ihr nehmt das auch gerade ein bisschen zu ernst, ne? Ist doch nur ein fucking Spiel, Alter. Also, mal ganz kurz, ich bin überhaupt nicht pissed. Bei mir ist alles nein, alles gut. Ich starte jetzt und mute dich. Ja, okay.